Moin Leute, seid herzlich willkommen zum neuen Tutorial. Ja, diese Welt, wie ihr sie hier seht, die kennt ihr, die habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Dies ist eine abgeänderte Welt vom lieben Chrissy und mir. Grüße gehen raus. Und ja, ich habe hier so ein bisschen rumgespielt, spiele hier noch ein bisschen rum und dachte mir, hey, wir sollen daran denken. So. Es geht heute um die Klimaanlage. Ja? Die Klimaanlage, die hier oben als auf dem Dach steht. Das ist noch eine ungesteuerte Klimaanlage, aber ich will euch nicht auf der Folter spannen. Die ist auch noch nicht fertig. Aber ihr sollt wissen, wie sie funktioniert. Und wie sie Kälteleistung bringt und das relativ stabil. Ich gebe euch ein bisschen was an die Hand. Ich habe noch eine Idee, wie wir sie verbessern können. Es gibt auch schon ein Programm. Ne, es gibt ein Programm für die Filter. Hierfür gibt es noch kein Programm. Und ja, gehen wir sachte für sachte durch. Neue Klimaanlage. Sie funktioniert so, wie ich sie aufgebaut habe. Wir sehen hier im Pipe Network nichts. World. Warum sehen wir hier im Pipe Network nichts? Da müsste doch eigentlich N drinne sein. Aber da ist kein N drinne, weil wir kein N rein fördern. Da müssen wir, ja, weil wir N gezogen haben. Jetzt haben wir da N drin, aber das zieht ja gleich wieder raus, beziehungsweise es ist instant kalt vermutlich. Ja, das müssen wir noch schnell ändern. Wir müssen hier Kühlleistung entnehmen. So, wo entnehmen wir die Kühlleistung? 33 Grad, 34 Grad, 25 Grad. So, am meisten haben wir N. Also gehen wir an die Anlage auch ran. Das lassen wir uns mal kurz noch machen. Ich bin hier in der Creative World. Für ein Tutorial. Naja, das ist halt so zwischendrin 7 Viertel, 3 Achtel, 9 Sechstel. Irgendwie so, ja, dass es irgendwie halt eben auch funktioniert. Das ist ganz einfach so. Oh, ja. Ihr kennt mich, ich muss es deleten. So, insulated. So. So. Zack. 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 Und zack. So. Jetzt können wir mit unserem Fuchs arbeiten. So, wir haben hier 33,2, 33,19 und so weiter. Das geht jetzt hier steil nach unten, Leute. In der Tat. Ihr seht auch, irgendwie geht irgendwas irgendwo hin. Achso, ja, die Heizung ist gerade an. So, das heißt. Hier 32,85. Ja, wir sind 41.000 Mol drin. 41.000 Mol. 40.000 Mol. Plus 38.000 Mol. Also wir haben hier gute 80.000 Mol, die wir hier in der Anlage haben, die jetzt von dieser Klimaanlage hier gekühlt werden. Ja, und das relativ kräftig. Ja, und jetzt gucken wir uns die Temperaturen an. Wir haben hier eine Klimaanlage, das ist die erste, an der eure Basis angeschlossen wird oder euer Kühlmittel. Ja. Und da ist halt die Temperatur, die da ist. Die hat erstmal der Output, seht das, ist kurz geschlossen mit dem Input und geht dann eurem
zu kühlendem Medium hin. Was bei mir jetzt der Stickstofftank ist und die Stickstoffleitung. Der Waste-Anschluss, der Waste, der ist jeweils an dem Output, ja, seht ihr jetzt nicht, aber ihr wisst ja, an dem Output und nur an dem Input der nächsten Klimaanlage angeschlossen. Das heißt, die Wärme, die er jetzt abgibt, die geht in die nächste Klimaanlage und die nächste Klimaanlage muss wiederum dieses Rohr kühlen und gibt diese Wärme über den Waste wieder an die nächste Klimaanlage und das Ganze passiert hier 16 Mal. Je mehr Klimaanlagen hintereinander sind, desto breiter ist die Kühlung, die hier auftritt. Hier seht ihr, minus 10 Grad eingestellt. 30 Grad mehr. Nochmal 30 Grad mehr. 30 Grad mehr. Und so weiter. Bis hinten durch. Ja, das heißt, warum müssen wir das jetzt so machen? Wir haben hier jetzt Prozentanzeigen. Ich bin auch noch nicht so 100% firm, aber es müssen alle Prozentanzeigen irgendwas anzeigen. Wie, also von was, welche Prozentanzeige abhängig ist, kann ich euch noch nicht so genau sagen. Aber ich finde das noch raus, Leute. Es kommt noch ein Klimaanlagen-Tutorial. Aber jetzt, für jetzt, ist das die Klimaanlage. Für jetzt, hier und heute. Wie ihr seht, Temperature Differential Effizienz heißt die Temperatur in diesem Rohr. Wie ihr seht, steigt die stark, damit die hier sinkt. Das heißt, die Temperatureffizienz zwischen diesem Rohr und diesem Rohr ist zu groß. Ja, das ist jetzt sein Problem, weil er jetzt eine Menge Wärme kriegt, die er nicht, die er an den Rays abgibt und die Effizienz sinkt. Die Effizienz ist aktuell sehr hoch, 77%. Er hier hat jetzt 71%. Das heißt, wenn er hier 77 hat, gibt er mehr Wärme ab rüber, als er an den nächsten abgibt. Das heißt, er kann nur 71 haben, weil er hier auch nur 71 hat. Ja, hier hat er 104 Grad. 64 Grad versucht er zu kühlen, er kriegt ja die Wärme von da und hat aber 105 Grad hier. Ja, also auch hier ist es so, hier geht es schon runter. So, und das schwächste Glied in der Kette mit der niedrigsten Prozentzahl, das ist der, der vermutlich stehen wird. So, jetzt nur bei 64%. Wenn er hier bei 64% ist, kann er auch nur bei 64 sein und er auch nur bei 64. Ja, das ist ganz einfach so. Hier haben wir 108, hier haben wir 154. Hier haben wir 155, ne? Hier sind 50 Grad Unterschied. Ja, hier sind wieder 40 Grad Unterschied. 63%, 66%. Ja, und so baut sich das Stück für Stück hier auf. Ich habe ungefähr errechnet, 40 Grad zwischen den Klimaanlagen sollte okay sein. Das heißt, auf der Venus bei 463 Grad, wenn ihr auf 23 Grad runterkühlen wollt, sprich 463 minus 300 bis minus 23 sind 440 Grad, sind sage und schreibe 11 Klimaanlagen, damit ihr auf diese Temperatur kommt. Ja? Je mehr ihr baut, desto effizienter wird die Geschichte. Ja? So. 368, 401, so hier haben wir 424. Und die anderen Klimaanlagen, die sind noch nicht so weit. Guckt euch nochmal hier an. Hier haben wir aber die Operational Temperature Effizienz bei 37%. Das heißt, hier haben wir ein Corpus Delicti, quasi das Nadelöhr. Hier haben wir auch 39%, 41, 44, 49, 56, 67, 80, 92, 99.
Was ist jetzt die Operational Temperature Effizienz? 2 Megapascal, 2,1. Nach hinten hin steigt natürlich der Druck. Ja. So, hier haben wir 100%, 100%, 35%. Das heißt, hier haben wir 1,6 Megapascal. Und hier haben wir 2,18 Megapascal. Es könnte sein, 2 Megapascal, 2 Megapascal. Also hier haben wir das gleiche, vorne wie hinten. Operational Temperature Effizienz. Vielleicht können wir das ja noch raus. So. Note that some guesses are better. Also einige Gase sind bessere Kühlmittel als andere. Aber wenn das Kühlmittelrohr unter 100 Kilopascal hat, Siphon its output, das kann ich, das ist, also mein Englisch ist super schlecht. Bisschen was kann ich, aber das ist, wie das ist. Also, ne, ich kann das Wort Siphon jetzt nicht übersetzen. Ich weiß, was das auf Deutsch ist, aber ich weiß nicht, was es auf Englisch ist. Necessary Treasure. So, das heißt, wird, wenn er keine 100 Kilopascal hat, dann noch absaugen, um das zu erreichen. Aha. Active Vent to Units Input Port. Passive Vent to Output Port. Das ist klar. Pipe Convection Rear. Gain Temperature from Network. Ah, gut. Using the Air Conditioner. Temperature Control. Ja, Radiant, Passive Cooling, Wall Cooler, Air Conditioner. Aha. Und hier werden die Air Conditioner erklärt. Also das müssen wir uns mal ganz in Ruhe durchlesen. Ich mach das mal und komme vielleicht gleich noch mit ein paar Infos wieder. Bis gleich. Leute, da bin ich wieder. Also, die Beschreibungen, die hier stehen, die passen nicht mehr dazu. Der funktioniert lange nicht mehr so, wie das hier steht. Auch, dass er sich da, den erforderlichen Druck saugt. Gezwungen saugen. Stimmt nicht mehr. Das heißt, nimmt es jetzt für bare Münze. Ihr seht es hier vorne. 463 Grad Außentemperatur, 30 Grad runter. Ja, 30 Grad runter, 30 runter, 30 runter, 30 runter und so weiter. Macht es, bis ihr am Ende auf eurer Wunschtemperatur seid. Ihr könnt auch 40 Grad nehmen. Ja, nimmt er sich von alleine. Und dann schiebt er das einfach nur bis hinten durch. Wenn ihr nur einen einzigen Air Conditioner nehmt, dann würde es nicht funktionieren. Dann wird diese Prozentanzeige auf 0 sinken, weil er nicht mehr, also er kann keine Wärme in den Waste abgeben, weil der Waste zu heiß ist. Der Waste hat ja dann 463 Grad, eure gewünschte Temperatur ist 20 Grad, macht einen Unterschied von 443 Grad und dann kann der Air Conditioner nicht mehr operieren. Das heißt, das Ding, ob es da ist oder nicht, ist nutzlos. Ja? Ergo, braucht ihr das nicht. Ja? Ihr könnt es erstmal so bauen
Und dann ist erstmal wieder irgendeine Kühlung da. Mindestens 11 auf der Venus. Und Vulkan kommt hier in der Nacht. Ja, es ist ja eigentlich mehr Nacht als Tag. Kommt ihr in der Nacht durchaus mit, ja, wenn, da müssen wir noch eine kleine Steuerung bauen, aber mit Vieren aus, um eine Kühlleistung zu erreichen. Ja, und Mars machen wir nicht vor. Mars ist zum Testen da. Auf Mars braucht man überhaupt keinen Air Conditioner, weil wir nachts halt minus 70 Grad haben und am Tage 20. Das heißt, wir brauchen da eigentlich eher, es ist denn Stromverschwendung. Aber trotzdem aufbauen, um zu üben. Ihr könnt ja mal minus 150 Grad erzeugen. Dann ist der Mars nämlich auch mit mal zu heiß, mit deinen minus 70 Grad. Oder ihr könnt auch mal versuchen, minus 200 Grad zu erzeugen, um euch einfach auszutesten. Ja? Übernehmt das da. Ja, ihr wisst, die Temperaturdifferenz. 40 Grad pro Klimaanlage einkalkulieren, ja, macht, wie gesagt, hier auf der Venus 463 Grad, mindestens 11, ja, auf Vulkan 123 Grad Nacht, macht also streng genommen 4 und alles andere ist zum Üben. Baut doch mal so ein 4-Anlagen-Projekt auf dem Mars, kälteste Temperatur, minus 70 Grad circa, 4 mal 40 Grad, 160 Grad runter, macht minus 230 Grad. Die könnt ihr dann erst mehr erzeugen. Wenn ihr auf Mars minus 230 Grad hinbekommt, dann könnt ihr das ganze Ding auf der Venus auch bauen. Ja, wichtig. Richtig und wichtig. Ne? Das sei erstmal da gesagt. Du. Ja, ansonsten nochmal ein kleines Fazit zu unserem Winterspawn, den wir hier so haben. Da kann ich jetzt schon was zu sagen. Also, Winterspawn ist like Endgame Kühlung beziehungsweise allgemeine Basiskühlung. Sehr gut. Wie ihr seht, ihr könnt hier drinnen ganz locker eine Atmosphäre fahren, eben meine Lieblingsatmosphäre, 55% Stickstoff, 15% Sauerstoff, 15% CO2, 30% Sauerstoff. Ihr müsst wissen, aus der Winterspawn kommt H2 raus, ja, also Wasserstoff. Das Wasserstoff muss natürlich abgefiltert werden. Es passiert aber nichts, dass wir da, wenn ein bisschen Wasserstoff in der Atmosphäre sind, wie ihr seht, sind es bei mir 0,02%. Und damit ist es vollkommen in Ordnung, wenn es quasi, was will ich jetzt sagen? Achso, wenn es in der Basis steht. Alles, was unter 50 Grad ist, entzündet sich ja nicht. Ja? Wichtig. Das heißt, ihr müsst natürlich Wasserstoff absaugen. Ansonsten seht ihr hier die Temperatur im Raum. Fällt rapide, weil wir einfach Winterspawn stehen haben. Wir haben hier keine Klimaanlage, nichts angeschlossen. Die Klimaanlage quasi füllt oder kühlt nur den Stickstofftank. Ja, ansonsten der Rest wird hier durch die Anwesenheit der Winterspawns gekühlt. Was ich auch festgestellt habe, Leute, ich bin ja so ein Fenstertyp gewesen, schon immer. Wir kriegen jetzt Strahlungswärme durch die Fenster. Ja, leider nicht angezeigt. Deswegen habe ich hier die Decke zugebaut. Hier war alles voller Fenster, jetzt ist hier kein Fenster mehr. Das hängt damit zusammen, liebe Leute, dass wenn hier alles Fenster in der Decke wären, dann würden wir hier eine gigantische Wärmeentwicklung in diesem Raum haben, wo auch diese Winterspawns nicht einreichen können. Das heißt, dieser Raum hier hinten, das ist eine reine Hitzequelle hier hinten. Aber auch das, wie ihr seht, reicht aus. Die Winterspawns reichen aus, um diese ganze Base hier und noch viel mehr zu kühlen. Ja?
Je mehr Scheiben ihr habt, desto mehr Wärme kommt jetzt rein. Das ist bis jetzt erstmal mein Fazit. Oder ich habe eine Wärmequelle, die ich noch nicht kenne. Wenn das so ist, dann ist das so. Dann muss ich das nochmal richtig stellen, aber für jetzt hier und heute. Ich habe die Decke zweimal zugebaut und zweimal wieder abgebaut, Leute. Und ich bin immer noch zu dem Entschluss gekommen, dass wir eine Strahlungswärme tatsächlich haben. Von draußen, auch in der Nacht. Ja, es ist einfach wie das ist. So, die Heizung von Kollege Feldpower ist wieder an, mit seinem Code ist hier drinne. Wir kriegen also wieder ordentlich Wärme rein. Das hat einfach den Grund, dass wir hier ja, die Winterspawns, und da schaut euch gerne sein Video an, die mögen nicht zu heiß, die mögen nicht zu kalt. Ja, richtig, wichtig. Alles zu den Winterspawns wird bei Feldpower super erklärt. Mache ich jetzt kein Tutorial dazu. Könnt ihr euch da anschauen. Ja, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Ja, wie gesagt, die Gase sind denen ein bisschen egal. Die haben natürlich ein bisschen Ansprüche, aber es muss jetzt keine reine Atmosphäre sein. Ja, also das mit der Atmosphäre, da könnt ihr die ganz normalen Basisatmosphäre nehmen. Ja, und dann ist das gut. Ich kann hier meinen Helm auch wegschmeißen. Ja, und kann hier rumrennen. Das ist kein Problem. Ja, da könnt ihr locker flockig durchlaufen. Das ist halt so. Jo, gut. Jetzt fliegt hier mein Helm durch die Gegend. Ich glaube, jawohl. Roh auf dem Schädel. Ja, das wollte ich nochmal dazu gesagt haben. Ja, hier wird meine Atmosphäre, die ist, also die Steuerung, die ich hier dran habe, die ist für eine sehr große Atmosphäre, für eine große Basis. Deswegen übersteuert der permanent seine, ne, wie ihr seht, dass es hier eher sich ausgependelt hat. Ja, der Gerät ruppt hier ganz kurz an, das muss viel sanfter gehen. Naja, irgendwann mache ich das nochmal richtig, aber jetzt gerade nicht. Nur pendel dich doch mal wieder ein. Ja. Hängt aber auch damit zusammen, dass der Gassensor da sitzt. Der Gassensor müsste hier hinten sitzen. Und dann wäre das viel entspannter. Ja, weil ihr seht, haben wir hier hinten nicht die krasse Bewegung. Ne? Und dann würde er lange nicht so umherspinnen. Aber, naja, ist halt hier eine Testbase. Gut, ja, ich hoffe, ich konnte erstmal weiterhelfen mit der Klimaanlage. Winterspawn hatte ich nämlich zum Schluss des Videos gesagt, taucht für mich nichts. Nehme ich zurück. Feldpower hat es ja gleich gesagt, das ist gut. Und er hat recht, ist auch gut. Ja. Und, aber ich finde, das ist jetzt keine, oh, Junge, ich komme hier nicht raus. Achso, das ist jetzt keine Startkühlung, ist es nicht. Das ist aber eine Mid- und Endgame-Kühlung, auf jeden Fall. Nicht zu verachten. Man sollte also zum Schluss tatsächlich so ein bisschen auf Winterspawn gehen, damit man sich um die Temperatur in seiner Basis keine Sorgen machen muss. Gerade auf der Venus hat man zusätzlichen Wasserstoff. Und man braucht das, ja. Und den Rest machen hier die Klimaanlagen, ja. So, wir gucken noch mal rein. Ach so, und dann habe ich noch eine kleine Sache. So, wir haben das schon auf 20,8 Grad runtergekühlt. Unsere knapp 80.000 Mol. Ja, von 33 oder 34, 13 Grad in der kurzen Zeit. Ja, und wenn das mal nicht beachtlich ist von 16 Klimaanlagen, dann kann ich es euch auch nicht näher bringen, wenn das mal nicht beachtlich ist. So, ne, das ist für mich ein Knaller. Persönlich, ich finde ja gut. So, und dann habe ich noch eine kleine, einen kleinen Blick, wo wir noch waren, und zwar auf den Wasserverbrauch.
Nun komm. Wo bist du? Achso, jetzt kann ich öffnen. So. Wie ihr seht. Oh doch. Relativ viel. Ich glaube, ich hatte 50.000 hier drin. 20.000 Wasser oder was oder wie? Ich weiß es nicht mehr. Also sie verbrauchen Wasser. 20,2. Also 200 Mol. 13,8. 20,2. Macht 33, 34 Kilomol. Also ich kann nicht sagen, ob die sehr viel Wasser brauchen, sehr wenig Wasser brauchen. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ne, das ist ganz einfach so. Ich kann nur sagen, die brauchen Wasser. Sie brauchen eine halbwegs ordentliche Atmosphäre. Aber ihr braucht jetzt auch nur, wenn ihr auf Schwierigkeitsgrad Station hier spielt, und das habe ich vor, braucht ihr auch eine Atmosphäre. Gut, Leute. Das ist jetzt erstmal ein kurzes, rudimentäres Klimaanlagen-Update mit wie funktioniert es genau. Und die Bestätigung, ja, es funktioniert. Definitiv. Ja. Und ich hoffe, ich schaffe es am Wochenende. Ein ausführliches Update. Ich habe die Steuerung, wie ich das Ganze schon bauen möchte, im Kopf. Ich muss noch ein bisschen rumherprobieren. Ich muss noch ein bisschen forschen. Aber wenn ich fertig bin, nehme ich ein Tutorial auf und dann kriegt ihr das mit Code, mit allem drum und dran. Ich bin dabei, Leute. Ja? Ich habe jetzt in der Woche nicht so viel Zeit, aber ich denke mal, dass wir das am Wochenende ich vielleicht zu Ende geforscht bekomme und dann vielleicht auch mein Ergebnis präsentieren kann. Wir werden sehen, wie das kommt. Ja? Also, bis dahin erstmal, Leute. Wir sehen uns. Tschüssi.